nun musiziert. Da ist ein so ein Bubi dabei, der hat so eine Frisur, da weiß man nicht, ob Junge oder Mädchen. Ungefähr mit Schulter anfangen, also 30 Zentimeter. 3 oder 4 oder vielleicht auch 5. Komplett im Fernsehen, MTV, Viva Plus, Viva, MTV Charts, Pop, keine Ahnung was. Also es handelt sich um eine Gruppe von Menschen, die uns rhythmische Unterhaltung bieten. Das eine war mit seinen Haaren wie so ein ostsibirischer Bergarbeiter, das sieht da aus. Sie, etwas, wie auch immer, haben ein Bambi oder sowas gewonnen? Oder ein Bambi oder auf alle Fälle irgendwas? La 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 la, gibt's auch als Klingelturm? Ja, gibt's auch als Klingelturm. Schrecklich alternativ. Ganz junge Burschen, 15, 16 Jahre alt, ne? Aber top! Top! Und solche Leute brauchen wir. So kommt es bei uns die Suchtplätze quasi. Da könnte man jetzt sagen, also das hat was mit Japan zu tun und mit anderen Wohnvierteln. Wie so eine Jagdstadt. Durch das Naturereignis, hier ist alles normal. Nicht so laut? Ja, aber und jetzt die Wertsitzungen. Wie so ein Zwilling, würde ich meinen. Ja, genau wie wir. Nur, ich muss durchstehen, morgen schon. Sehr schwer sein. Was meint ihr denn? Tokyo Hotel. Das scheint wohl genau eure Musik zu sein, ne? Wir sehen mal, ob ihr da... Ja, wunderbar! Ja. Damit steht es 2-1 für die Lehrer. Ja, die nächste Runde ist wieder für beide da. Wer zuerst rasselt, redet zuerst. Film ab. Ach du Große. Da fällt mir echt nichts ein. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Das kann ich nicht erklären. Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Ich hab die Schule nach 6 abgebrochen. Kann man aufpassen? Also manche Physik, man schreibt irgendwas, kann man ausrechnen. Das ist ein Schwammes, geht doch eigentlich. Also das wäre ja, dass irgendwie zum Beispiel eine Ebene oder eine Bar oder was weiß ich nicht, so voll, macht ja nicht. Also ohne Anfang hat er ja. Das Gegenteil von Symmetrie? Also ich dachte, das ist halt so gut. Idee? Vektor? Werden wir sehen? Bitte einmal die Antwort. Nein! Ja, Frau Sainz weiß es besser. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Wenn ihr das bei mir geht, das ist kein Fall. Plural verstorbener Mensch. Ja, einmal stopp. Hier ist ja jetzt ein Lehrer, der es vielleicht wissen könnte. Asymptote. Das Publikum sagt es bereits, das ist richtig. Ja, die Lehrer gehen in Führung. Jetzt wird's eng. Aber eine Runde haben wir ja noch. Und für diese Runde gibt es 3 Punkte. Also. Es ist noch alles drin. Ja, ja. Aber es ist auch nicht einfacher, denn. Ja, heutzutage wird ja gesagt, die Leute werden immer fauler. Dazu wollen wir natürlich nicht beitragen. Wir sind eine Schule, wir wollen mobil machen, wir wollen sportlich sein. Also kommen wir zur nächsten Runde. Es ist jetzt nicht so schwer, wie es aussieht. Wenn ihr eine Idee habt, müsst ihr einfach nur um den Stuhl rumlaufen. Dann wieder zurück zu eurem Pult und erst dann könnt ihr schellen. Und bitte auch nicht
Nee, es reicht, wenn derjenige, der die Idee hat. Aber bitte auch nicht machen, dass hier Herr Peitzmann rumrennt und bevor er da ist, schon Herr Schulte klingelt. Also erst, wenn man wieder da ist, wird geklingelt. Okay? Film ab. Hallo! Ach ja, da sind wir wieder bei Thema Nummer 1. Ja, also bei der aristotelischen Haarstruktur, ja, wie wir ja wissen, 5 Gier ist, steht bei am Anfang die Exposition, wäre quasi die Einführung in den Stoff. Da werden quasi die Personen dargestellt. Das ist das, was Ähnliches, ne? Also da stellt man sich auch irgendwie da. Eine Einführung zum Warmwerden. Damit die Gruppe so in den Gruß einkommt. Wir wissen ja, wie das geht. Das ist zwar noch nicht so schön. Ja. Okay. Da traut sich wohl keiner. Vorspiel halten Sie. Ja, ob das richtig ist? Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir sehen auch noch den Ende, das Ende des Films. Und das geht denn? Das ist dann aber nicht so schön. Man muss auch Prioritäten setzen, oder? Prioritäten, das ist echt auch. Ein Viertelstündchen. Das ist gut. Wenn man in der Kirche Kirchenlieder singt, dann will der Bursche dein Thema. Zahlen die Jungs extra für. Ich meine, das ist ganz wichtig, ne? Ja. Wenn ich dann wisst ihr vorher auch, dass da 5-jährige Fußballer gegeneinander spielen. Das kommt von dem Eigentlichen. Von der Hauptsache. Das macht man halt, viele machen es nicht, habe ich mal gehört. Das hier, ne? Ja, vor allem wenn man so länger zusammen sein soll, macht man das nicht mehr. Machen die. So, in sexueller Hinsicht auch ein, sagen wir, einleitenden Charakter. Sehr gut, Junge. Oblig, Zimmer und Bus Asterix. Asterix ist jetzt eine Frau. Ja, leider kein weiblich Asterix. Alles klar, wenn die sich ganz doll lieb haben, ne? Aber ganz doll lieb, und dann machen die, bevor die das Eigentliche machen, machen sie noch was. Und das sieht dann ungefähr so aus. Die machen noch nicht das. Und dann machen die das, was andere am liebsten machen. Ja, die müssen es ja wissen, würde ich sagen. Ja, damit haben wir einen Sieger. Und einen zweiten Sieger, würde ich sagen, haben wir auch. Kommen wir mal zur Siegerehrung. Applaus! Unsere Gewinner erhalten natürlich Überraschungseier und Schokolade. Und die Verlierer, für die gibt es Kinderriegel. Von Kinder, dem offiziellen Sponsor dieser Sendung. Okay, ich muss Ihnen mitteilen, wir sind damit auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren. Und zum Abschluss sehen Sie noch, wie viel Spaß unsere Kandidaten und natürlich auch wir selber bei den Dreharbeiten hatten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Yeah.